Sie ist zwar ein starker Avatar, aber die, ich werde die Korra könnte sie besiegen. Die Korra ist die Katara, du Vogelsohn. Was? Die Katara? Wenn du den Anime, wenn du das schaust, dann ist ja der Bruder, ist ja genau wie da in der Folge der Bruder, genau der gleiche. Was? Ist jetzt dir mal aufgefallen, du Vogel? Lass da hingehen. Wie heißt der Bruder, Josef? Von wem? Der Sokka? Bade. Der Avatar hat keine Brüder. Die Katara hat den Bruder, ist der Sokka. Und die Korra hat auch keine Brüder. Die hat den Polin und den Marco auf der Seite in der Rings. Und die Korra ist einfach der Avatar nach den Aang. Und die Katara ist so nichts damit zu tun. So Samuel. Das ist die Korra. Der schlechteste Avatar aller Zeiten. Es wird einfach besiegt von einer Metallbindung. Es wird besiegt von einem Wasserbändiger. In der verfilmten Avatar hat die Ahne ja vom An, das Mädchen da, oder was immer mitlacht, ist ja der Bruder von der, oder? Wie heißt die, Alte? Die Dorf. Dorfleger. In Realitätsfilm, Netflix, Scheißhaufen. Ich weiß, was genau du meinst. Vom jetzigen Dings, was gerade rausgekommen ist von Avatar, wie heißt die denn überhaupt? Die kennen wir im Ausland schon sogar aus irgendeiner Scheiße. Die sind nur zu dritt, was willst du? Ja, wie heißen die denn? Da ist die Katara, der Sokka und der Aang. Aber von wer ist dann die Korra? Ist die Korra ist die Tochter von... Die Korra ist von ihm die Tochter, die Korra ist der nächste Avatar von dem Zyklus. Ja, aber das kann Sinn, Alter, ich verstehe das nicht. Ja, mir scheißegal, ich bin so lange nicht mal diesen scheiß Anime geschaut, dann muss ich am Arsch lecken. Ich schwör dir, Alter. Bist du lost, Alter, ist so geil. Ja, du bist selber lost. Ich hätte. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Y a ver, solamente paella.